Die Höhlenstadtteile auf der rechten Rheinseite werden ab 13. Dezember erstmalig komfortable Querverbindungen haben. Dazu schaffte die CoWeb 4 hochmoderne Mercedes-Minibusse vom Typ Sprinter City 75 an, die jetzt übergeben wurden. Ja, wir freuen uns natürlich, weil wir mit den Minibussen ja eine neue Generation einläuten und deutlich machen, ab dem 13.12. wird in Koblenz die Verkehrswende im ÖPNV-Bereich vollzogen und wir verbinden auf der rechten Rheinseite die Höhenstadtteile miteinander und das ist natürlich eine tolle Innovation. Die kleinen Busse liegen voll im Trend und werden den ÖPNV nach Ansicht des Stadtchefs stark verbessern helfen. Wir brauchen diese kleinen Busse, weil sie wendiger sind und wir in den Strecken, die wir dort fahren, diese Möglichkeit für große Busse einfach nicht haben. Die wären einfach nicht dort einsetzbar gewesen. Das heißt, wir brauchen die kleinen Busse, um eben wirklich diese kleinen Straßen, die jetzt befahren werden, dann auch befahren zu können. Eigens für die neuen Fahrzeuge werden entsprechend neue Linien geschaffen. Das sind Linien 26 und 29. Diese beiden Buslinien werden die Stadtteile Ehrenbreitstein, Arenberg, Arzheim, Asterstein und Horchheimer Höhe miteinander erstmalig verbinden. Die Linie 29 bildet eine direkte Busverbindung von Asterstein über Arzheim und Arenberg bis zur Niederberger Höhe. Die ebenfalls neue Linie 26 wird ab Pfaffendorf über Ehrenbreitstein, Asterstein und die Pfaffendorfer Höhe auf die Horchheimer Höhe fahren. Die Fahrpläne der beiden Buslinien sind weitgehend so aufeinander abgestimmt, dass ein Umstieg am Schulzentrum Asterstein möglich ist und so die gesamte Verbindung genutzt werden kann. Für die neuen Linien werden zusätzliche Haltestellen entstehen. Wie die jeweiligen Standorte angenommen werden, wird sich zeigen. Nachträgliche Änderungen sind daher nicht ausgeschlossen. Auch im harten Business-Alltag bringen gegenseitiges Verständnis und faires Miteinander oft den Erfolg. So ließen es sich Mercedes-Vertreter nicht nehmen, persönlich an der Übergabe der Busse in Koblenz teilzunehmen. Der Minibus auf Basis des Sprinter stellt eine interessante und eigenständige technische Entwicklung dar, wird in Dortmund in einem eigenen Werk gebaut. Dieses Fahrzeug ist ein sehr spezielles Fahrzeug. Der Triebkopf ist ein Chassis, ein Standard-Sprinter-Fahrzeug. Sind auch alle Eigenschaften dieses Chassis erhalten geblieben, also Sicherheitssysteme, insbesondere ESP, Distronik und so weiter. Also alles, was der Original-Sprinter kann, kann dieses Fahrzeug auch. Besonders ist aber, dass wir quasi das Chassis hinter dem Fahrerhaus abtrennen komplett und dann ein eigenes Gerippe anbauen. Ja, das Gerippe wird ergänzt noch durch eine 5-Tonnen-Hinterachse, die speziell auch für den Minibus entwickelt worden ist. Abgesichert gemeinsam auch mit den Kollegen von Van. Also das heißt also, die ESP funktioniert auch mit dieser speziellen Achse. Und dadurch können wir natürlich wesentlich mehr Fahrgäste befördern, wie mit einem Standardfahrzeug, was eben oft, sag ich mal, auf Kastenwagenbasis erstellt wird. Das Fahrgefühl in den Minibussen entspricht dem bekannten Komfort in den Solo- oder Gelenkbussen. Und das Auge fährt mit. Zum Wohlfühlen in einem Bus gehört natürlich auch die ansprechende Gestaltung. Im Rahmen der Beschaffung von insgesamt 34 Bussen war es uns wichtig, dass wir natürlich auch ein neues Design entwickeln. Und hier beim Minibus haben wir erstmalig das neue Design für die Sitzbezüge einsetzen können. Und auch die Gesamtgestaltung entspricht dem neuen Konzept für die Innenraumgestaltung, Fahrgastraumgestaltung in unseren Bussen. Im Übrigen sind die Busse auch mit Sitzen ausgestattet, die besonders bequem sind und dennoch eine ausreichende Haltbarkeit über die Nutzungsdauer der Busse garantieren. Insgesamt bieten die neuen kleinen, großen sozusagen das ganze Paket. Klimaanlage, WLAN, Infotainment, Zielanzeige und Barrierefreiheit. Übrigens waren an der Entscheidung für die Minibusse auch die Bürgerinnen und Bürger selbst beteiligt. Sie haben einen Minibus ähnlicher Bauart bereits im vergangenen Jahr getestet. Ab 13. Dezember können das dann alle machen.